Alles klar, Freunde, und weiter geht es im neuesten Part für euch. Bei mir geht es einfach Stück für Stück weiter. Nachdem wir Asta befreit haben, bin ich jetzt drauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird, weil wir haben quasi die ganze Mission geschafft. Mein Körper wurde also von einem schwarzen Kubus übernommen, richtig, aber mein Geist war noch immer so scharf wie ein Messer. Nun, dein Körper wurde kontrolliert, wie? Höchst ungewöhnlich. Lol, Asta, hast du eine Ahnung, wie das passieren konnte? Nun, ich wurde ohne magische Kräfte geboren. Vielleicht hat dem schwarzen Kubus das nicht gepasst. Lol. Verstehe, ich glaube zwar nicht, dass sich die Kuben für Magie interessieren, aber okay. Was ist los? Dieser Typ war stark genug durchzuhalten, während sein Körper besessen war, richtig? Mehr wissen müssen wir nicht wissen. Oh, aggressiv. Richtig, wir brauchen Helden mit eisernem Willen. Das heißt, ich darf mich euch anschließen? Natürlich, Asta, die Jump Force würde sich geehrt fühlen. Olé, großartig, dann bin ich dabei. Sehr schön, Jump Force hat nun unseren Boy, oder J Force hat nun unseren Boy Asta am Gepäck. Keine Ahnung, ob er Asta heißt oder Aster oder Astro World. Aber was ich weiß, ist jetzt. Boah, ich will, ich brauche die Ulti von. Ich brauche den Skill von Zoro. Der war gerade brutal. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich brauche den Skill von Zoro mit dem ein Schwert. Oh, das war richtig brutal. Das konnte man gut ranhängen. Dreieck mit Asta sein war cool. Also, beziehungsweise, das werde ich lassen. Das hat mir gefallen. Aber jetzt gerne. Zorro seins. Ich mag es, wenn ich einfach so in den vier Kommen was ranhängen kann. Haben wir das von Zorro hier? Nein! Nein! Als ob! Das ist alles von Sanji, Seebeben. Das ist von Ding, Blackbeard. Als ob! Wieso habe ich das von Zorro nicht? Ey, das ist scheiße. Das gefällt mir gar nicht, um ehrlich zu sein. Mann. Das finde ich jetzt Müll, um ehrlich zu sein. Finde ich jetzt schade. Was soll das? Wieso haben wir die Fähigkeiten von Zorro nicht? Ich hatte mal Zoll heiß drauf. Naja, was soll's. Ich habe kurz einen Blick drauf geworfen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ja, ich nehme gerade die ganze Zeit hintereinander auf. Also, ich war noch offscreen, um Fähigkeiten mir mal in Ruhe anzuschauen, mich zu skillen. Das mache ich aber dann auf jeden Fall. Jedenfalls machen wir einfach mal weiter mit der Schlüsselmission, weil jetzt soll der unsterbliche Krieger. Jetzt bin ich drauf gespannt. Ich glaube, jetzt sollte es storytechnisch weitergehen und wir werden wahrscheinlich nicht wieder so nach der Reihe ein paar Charaktere befreien. Wir haben einen Bericht erhalten, wonach der Bewohner einer Jumpwelt unter der Kontrolle eines schwarzen Kubus stehen soll. Ihr müsst euch dorthin geben. Nach wem suchen wir? Es soll sich um einen Schwertschwinger namens Kenshin Himura handeln. Er ist auch als der legendäre Assassine-mörderische Batosai bekannt. Mörderischer Batosai, ein legendärer Assassine? Klingt verdammt stark. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu kämpfen. Das ist der Rothaarige. Wenn ihr ihn rekrutieren, wäre miteinander. Anime von dem kenne ich auch nicht, aber ich weiß, dass der Mumienmann ist OP, Freunde. Der Mumienmann hat richtig brutale Skills. Der ist richtig krank, der Mumienmann. Das ist, glaube ich, der Gegner von denen, gegen den wir jetzt kämpfen. Mit dem roten Haaren. Aber Anime von davor kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich ein älterer Anime. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, genau den meinte ich. So, das ist also der mündliche Bartosäule. Hallo, ich bin Bartosäule. Hier! Komm schon, zeig's mir. Guck, sogar hier schreit der. Ist dieser Aster. Keiner weiß. Jetzt bin ich schon, wenn wir gegen ihn kämpfen. If you want me, I'm gonna get up. Wir haben Aster dabei, das ist gut. Asters Transformation ist krank, finde ich. Ich weiß aber nicht, ob der Anime so weit ist oder nicht, dass er diese Transformation hat. Weil ich kann mir vorstellen, für einen oder anderen sind das sicherlich Spoiler mit den Charakteren. Zum Beispiel Ichigo und so. Ich glaube, der ist vom Manga oder Eisen. Naja. よっしゃ。行くぜ。お前の負けだ。お前の。はっ。つい。ふんね。ああ。そう。これでどうだ。
Der ist geil, Asta ist richtig geil. Asta ist richtig geil, finde ich. Der ist richtig... Oh. Asta ist cool. Ups. Wie viel Schaden! Beyblade! Asta macht auch übel viel Schaden, du, das sag ich dir. Einfach schützen. Warte, nein, 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 jetzt baue ich keine Scheiße. Ich gewinne das Ding. Pass auf, Mädchen. Ups. Ich dachte, ich hätte noch gar mehr Merk drauf. Ding. Normalerweise, guck mal, wenn man sich awakt, dann wird der Gegner noch nach hinten gesprengt. Oder nach hinten geworfen. Und das, ich wollte eigentlich genau das mit Asta machen, aber der konnte sich trotzdem schützen. Es sei denn, ich habe nicht getroffen oder irgendwas. Habe ich doch falsch kalkuliert. Weil mein Plan war quasi awaken, bam, dann wird er nach hinten gesprengt und dann gehe ich direkt drauf mit Asta. Aber hat nicht geklappt. Naja, am besten immer sowas an eine Kombos hängen. Wenn die 4-Kombo durchkommt, sag einfach R2X und dann ist das Ding drin. Genau. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Let's go. L1 versucht hier zu entrinnen. Folgst du ihm? Ah. Tu es. Ah, lol, das war's oder was? Okay. Ja, okay, gut, dann haben wir noch einen weiteren befreit. Ich dachte eigentlich, das geht mit der Story ein bisschen weiter. Naja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. La 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 la. Wie ist er jetzt? Ich hab den Namen vergessen. Irgendwas mit B. War das der Name von ihm oder vom Anwie? Das habe ich nicht ganz gerafft. Gut gemacht, Kenshin Himura. Wurde erfolgreich gerettet. Kenshin Himura, okay. Asta, das war sehr gute Arbeit. Dankeschön. Kenshin, ist einfach nicht sagen. Was los, Kenshin? Komm, Kluft. Ich hatte geschworen, nie zum mörderischen Bato sein zu werden. Achso, das ist irgendwas von Anwie. Das hätte ich mir niemals sein können. Aber das ist keine große Sache. Hier, da hast du keinen Tropfen, hier ist eine kleine Kratze. Ciao. Alles in Ordnung. Kein Problem, ich habe schon eine ganz andere Dinge überschatten. Das ist nun wirklich nicht der Rede wert. Wie cool der tut. Hochachtung, der mörderische Bautosei wurde nirgends gesichtet. Ich war nur ein unbekannter Wanderer und sie haben so viel Skill. Ich stehe in ihrer Schuld. Ich danke ihnen, indem ich mein Schwert in ihre Dienste stelle. Wie cool, wie cool. Ich hatte immer so ein Fable für Schwertkämpfer. Ich weiß nicht warum, aber ich fand die übel cool. Egal, so. Wo? Also wie gesagt, also Zorro fand ich am Anfang richtig cool, als ich ihn gesehen habe. Dann Mihawk war auch richtig geil. Aber als ich Law gesehen habe, nicht da am Anfang direkt, sondern nach, als ein Samurai des Sieben Meere war, mich in Law verliebt, der ist richtig cool. So, Freunde, und wirklich diese, I love it, man. Einfach geh, ich weiß, wohin es geht, fertig. Oh mein Gott, das ist so geil mit der Karte. Lieben Dank für diesen, dass ihr mir diesen Tipp gegeben habt. Sonst würde ich jetzt jahrelang rumsuchen, wo ich hin müsste. Oh! Cutscene. Jetzt bin ich drauf gespannt, was abgeht. Oh, boah, Hancock. で、何なんだ？黒ひげの目撃情報が入ったって話だ。あいつもこの世界に来てんのか？どうもマッターホルンとメキシコという場所でほぼ同時刻に目撃されたという話じゃ。例のレプリカか？どちらにせよ黒ひげがベノムズと接触したことは間違いないようじゃな。偽物だろうと本物だろうとまとめて全員ぶっ倒せばいいんだな。Ja, ich weiß doch, warum der City im Team von Boa Hancock ist. Der Schlingel. Wäre auch legit im Team von Boa. Was los, bist du unglück? Ein bisschen. Ich bin Blackbeards Sohn, was willst du? Ich bin Blackbeards Sohn, was willst du? Wie viel geht da aus? Okay. Oh, was denn direkt? ニューヨークでマーシャル D ティーチ、通称黒ひげの襲撃が確認された。ニューヨークさ、ベータチームとともに出撃してくれ。気をつけろ。開始マークギャルめっちゃ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。
Okay, jawohl, wir sind mit Bohr unterwegs. Ja, Mann, genau deswegen habe ich Jumpfuss gespielt. Ich habe mich jahrelang vorbereitet auf Team Alpha. In Team Alpha, um mit Bohr Hancock im Team sein zu dürfen. Oh, Mann. Da sind die Ladezeiten nur willkommen. Psych! Okay, alles gut. Haben wir auch noch damit mit dem Bohr Hancock. Ja. Oh, hey! Blackbeard ist so cool! Hey, ich bin du, Mann, was willst du von mir? Ja, ich bin du! Ich bin dein Sohn! Hallo, ich bin dein Sohn! Meine Mami ist deine Frau! Dieser Blackbeard, Alter, was ist mit dem? Keiner weiß. Auf einmal, ich verstehe das nicht, warum schieben alle Paranoia? Naja. Blackbeard, jetzt bin ich mal gespannt, was der für eine Rolle spielt. Ob er mit Kane zusammenspielt oder so unter eine Decke steckt. Ob die irgendwas, ja, irgendwie zusammenarbeiten oder nicht. Oder ist er solo unterwegs, was macht der? Was macht mein Vater? Das würde ich jetzt gerne wissen. Blackbeardo. Der ist cool. Richtig cooler Charakter. Komm her, Junge. Ich bin einfach mit Bo Hancock unterwegs. Genau das waren die Dreams, damit ich dem Team Alpha beitrete. Das war meine Taktik. Jetzt. Oh, Scheiße. Alter, was haben die Bo Hancock gemacht, Mann? Wie Schaden? Ups. Bo Hancock, Alter. Ich werd's mit der retten. Komm ran, Junge! Oh, hey! Eine Dame schlägt man nicht. Runter mit dir. Alter! Boah, Hancock sieht so nett aus einfach. Ohne Spaß. Was haben die mit der gemacht? Als sie im Anime kam, ich so, was haben die gemacht, man? Legit. Aber One Piece wurde in der Hinsicht schon zu krank Fanservice. Also ich kann Fans verstehen, ich sag mal so, treue Fans von Anfang an, wenn das die aufregt, dass manche Charaktere wirklich nur für Fanservice benutzt werden. Vor allem nach dem Timeskip. Nami 1A Paradebeispiel. Auf einmal die Glocken bekommen einfach. Out of nowhere. Und zum anderen zum Beispiel, nicht gerade in der Hinsicht so in Sachen Freizügigkeit, sondern Chopper. Chopper wird auch krank für Fanservice benutzt. Der wird richtig verniedlicht. Obwohl Chopper eigentlich ein cooler Charakter ist. Die Lache. Der ist so cool. Oh! Alles gut. Oh, Mugiwara Janeka! Mugiwara Janeka! Das ist so cool. Kurohige! Wer sonst, du dummer Idiot? Ah, so meint er das, okay. Venom, Nein. Einfach gehen. Einfach legit gehen. Umdrehen und gehen. Einfach umdrehen und gehen. Überleg mal, jemand macht es im Anime, so Freeze gegen Goku, damals auf Namek. Du, Goku hat keinen Bock mehr. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach. Please. Da kannst du nicht einfach umdrehen und gehen. Wir hätten ihn eigentlich da dappen müssen. Luffy. Wir hätten da eigentlich ihn dappen müssen. Der hat White besiegt, du lässt ihn einfach gehen.
Naja, so haben wir meinen Vater kennengelernt, Freunde. Warum sage ich das, by the way, als Schock natürlich, ne, weil ich seine Klamotten dann habe. Aber, wollen wir mal gucken, was so abgeht, bisschen hier. Ob im Laden neue Fähigkeiten gekommen sind oder so. Oder ob... Normalerweise können wir direkt weitermachen, wenn wir jetzt sagen. Ja, let's go, let's go. Ich mache das, ich mache es offscreen machen nach dem Part. Also, lass es mal hier hin. Und dort zur Mission dann, let's go. Ichigo! Oh nein, was will der? Ichigo! Was will der jetzt? Ichigo Kurosaki. Bist du sicher, dass du dich bewegen kannst? Ich habe gehört, du wurdest in dem letzten Kampf schwer verwundet. Ja, mir geht's gut, keine gute Sache. Ich habe eine Frage. Kennst du den Shinigami mit einem brennenden Schwert? Ja, tue ich. Was mit ihm? Hm, dann könnte es jemand aus deiner Welt gewesen sein. Weißt du? Shinigami mit brennendem Schwert? Brennt oder was? Nee. Ich denke eher an den Mumie-Man gerade. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Hä, ich habe eigentlich an niemand anderen gedacht. Brennendes Schwert. Eigentlich an niemand anders gedacht. Brennendes Schwert. Hat weder Eisen noch Renji am brennendes Schwert. Wie heißt die? Rikuya oder wie die heißt? Die hat ein Eisschwert, so mehr oder weniger. Oder Eisskills. Ja, siehst du, brennendes Schwert. Ja, den habe ich gemeint. Der ist brutal, der Mumienmann. Das ist also der Typ, ne? Und kommt irgendwas an ihm bekannt vor? Nee, gar nichts. Hört auf herumzuschleichen und sagt euch, seid ihr Spinner der Regierung? Shishio. Der ist brutal. Mist, er hat uns gesehen. Ja. Ihr steht auch nebendran, Digga. Wer weiß, es hätte ein wertloses Japan in der Meiji-Ära sein können. Auch was? Oder tief in der Höhe? Oh, wie aggressiv der ist. Ich befürchte, meine Erinnerungen sind etwas getrübt. Aber was ich sicher weiß, wo auch immer ich bin, es ist nicht das Japan der Meiji-Ära. Also möchte ich wissen, wo sind wir? Nichts als schreiende Feiglinge. Hier sind es nicht einmal wert, getötet zu werden. Boah. Diese Welt ist ziemlich als. Der Mumienmann ist aggressiv. Der Mumienmann ist aggressiv. Das Set ist heute recht kühl. Ich schätze, ein kleines Ring kann nicht schaden. Ich brauche keinen Einzelkämpfer. Ich nehme es mit euch drei gleichzeitig auf. Ich sag doch, der ist brutal. Der ist OP. Und er weiß es selber. Deswegen nutzt er das gerade richtig aus, der Frechdachs. Der Mumienmann ist richtig cool. Der ist richtig cool. Der ist einfach nur richtig cool, der Mumienmann. Den haben die echt cool gemacht. Keiner weiß, wie aggressiv der ist einfach. Keiner weiß. Der ist richtig, ich muss aufpassen vor denen, weil der ist richtig brutal, Mann. Nein, das Ding. Das war mir im Weg einfach. Ich finde gerade auch die Idee, um ehrlich zu sein. Der Mumienmann ist brutal. Nein! Ich bin einfach reingelaufen. Hey, hör mal auf jetzt, bitte. Nein. Ich
Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wow! Manchmal mache ich halt legit irgendwas. Statt einfach mal kontrolliert zu spielen. Manchmal mache ich legit irgendwas einfach. Mann! Mann, den hätten wir eigentlich locker. Naja. Ja, was soll man machen? Passiert. Passiert. Aber. Bitte lernen Sie das Spiel für meine Revanche. Danke. Mugenjin Senku! Yasha! Okay! Janade! Kunnamonoka! Kae! Kurae! Kollegrei! Grab von meinem Charakter ist cool, gut finde ich. Wirklich. Scheiße. Oh mein Gott, Alter. Ichigo ist tot. Was? Ichigo ist krank. Ichigo ist brutal. Nice, guck, geht doch. Wenn ich ein bisschen kontrolliert spiele, geht's doch. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Mumienmann ist ja wahrscheinlich so eine kleine Nebenquest, so wie damals mit Gon. Als wir kurz mit Gon auch in Japan waren. Oh, es sei denn, es geht hier noch weiter. Guck mal. Gucken wir uns das Ganze mal an. Aber der Mumienmann, der ist wirklich cool. Der ist wirklich cool. Ich kenne ihn zwar nicht. Er ist bestimmt aus dem Anime wie die Rota, der vom mit dem roten Haaren. Aber ich kenne den Anime halt nicht. Ich kenne den Typ auch nicht. Aber der ist wirklich gut. Also die Fähigkeiten mit dem, als das Jumpforce antesten durfte, der hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Jo, was sagt er jetzt? Verdammt, er ist stark. Seine Kraft ist größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Erkennst du jetzt den Unterschied in unseren Fähigkeiten? Aber du hast Potenzial. Wie wär's? Willst du dich mit mir anschließen? Was? Ich werde diese Welt irgendwann beherrschen. Du sollst dich geehrt fühlen, einen Platz an meinen Tisch angeboten zu bekommen. Ey, kein Blödsinn. Ich würde jemandem wie dir niemals dienen. Ich verstehe. Dann ist es Zeit für dich zu sterben. Verdammt, ich habe keine Zeit mehr. Ich könnte euch glücklich schätzen. Hä? Was? Wieso gehen die alle auf einmal einfach? Ich habe keinen Bock mehr. Ich hab keine Zeit mehr. Mein Essen... Blackbeard? Okay, ich habe keinen Bock. Wir sehen uns. So läuft das nicht in den Animes. So läuft das nicht. Wir müssen hier hingehen und klatschen. Naja, wahrscheinlich haben die halt keinen Bock. Was soll ich sagen? GG. G zum G, Freunde. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, was jetzt laufen wird. Ichigo. Dieser Typ war wirklich stark. In unserer Welt wäre das ein knapper Kampf gewesen. Oh, man, du bist halt ein Schwächling. Ja, wir regeln das im nächsten Kampf. Wir müssen beide stärker werden, oder du? Du bist stärker, ja, nicht ich. Spaß. Ja, Freunde. Dann würde ich eigentlich sagen, es sei denn, ich komme gleich eine Cutscene, kommt's nicht. Perfekter Zeitpunkt für uns, Schluss zu machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen in diesem Part. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt ihr auf jeden Fall ein Like. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.